Du, weißt du was? Ich baue noch einen. Komm, dann ist mein Material weg. Jetzt habe ich 11 gebaut. Okay. Das macht mir aber das Inventar ein gutes Stück leichter. Aha. Im Andach brauchen wir eine Quest für, ne? Oder da haben wir eine Quest für. Warum gießt denn der jetzt hier nie aus? Ach, weil da Aluminium drin ist, alles klar. Sag das doch, Bub. Okay. So. Jetzt können wir. Achso, der ist runtergefallen, okay. Was soll ich jetzt mit denen machen? Was soll ich mit denen machen? Was du mit dem machen sollst? Ja, richtig. Die kannst du mal, warte. So. Landen da rum, unter mir? Weg. Du kannst mal, wenn du möchtest, da hinten, Wo ist denn da hinten? Oh, Junge. sage ich dir gleich, Gut, da hinten. von hinten, du kannst mal da, wo du den Presser aufgebaut hast, Ja. da kannst du gerne mal, da habe ich diesen Compacting Controller Ah ja, ich hingestellt. sehe es, okay. Ja, und da kannst du gerne mal, wenn du willst, da was hinstellen. Kann man die auch übereinander bauen? Ist das okay oder müssen die nebeneinander Die sein? Drawer kannst du übereinander bauen. Mach ich das. 2. Eins. Also immer so doppelt, das war so zwei Doppel, oder so eine Sechserreihe mit jeweils doppelt übereinander. Ja, ich habe jetzt einen zu viel gebaut, der steht über dem Controller. Ja, macht nichts. Aber steht alles. Super geil. So, pass auf Mann, bin jetzt. ich super. Hast du die gemacht? So, pass auf, jetzt haben wir Ah, hier. toll. Wo ist denn hier? Jetzt habe ich erstmal hier dafür gesorgt, dass wir hier permanent Lava hier in die Dings pumpen. Oh. Haben wir das auffüllen müssen? Ja, Wusste ich gar das nicht. haben wir immer auffüllen müssen. Und jetzt habe ich hier von hinten von der Lava-Produktion einfach mal was abgezwackt. Da Was hat bestimmt. geht hier ein Kabel, also ein Fluidduct runter, was dann hier den Dings rauslutscht. Oh, nice. Das ist ein cleveres Kerlchen. Ja, manchmal schon. So, was haben wir denn hier noch eingesammelt? Aluminium-Ohrdust. So, Gut. jetzt folgendes. Gucke mal, das ist nämlich Ja. richtig geil. Hier unten haben wir den. Hola. Ja, pass mal Wie auf. benutzt man den? Ich bin mal so frei, mach mal folgendes. Oh, na klar. Das war so klar. Nee, einfach nur, weil wir dann können wir da nämlich noch was anderes ansetzen. So, und zwar richtig geile Scheiße. Wir haben hier vorne, wo bist denn du? Ja, hier. Hier in der blauen Kiste, da haben wir Drawer Keys. Ich nehme ja da mal einen mit, den braucht man nicht immer, also den braucht man nicht oft, meine ich. Okay. So, und das Schöne ist jetzt, Hast du ja gerade gegessen, den Key? ja, dauert ein bisschen, bis er wieder zum Vorschein kommt, das ist ein großer Zaubertrick. So, jetzt nehme ich mir hier einfach mal, ich habe Eisen mit dabei, ja? So. Ja. Jetzt guck mal, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hingehe Wo ist und denn hier? na hier, achso, da. Ich nehme jetzt mal den oben, den ersten hier von rechts, von Okay. links. So, und dann packe ich jetzt hier diesen. Siehst du? Okay, das ist für Eisen da, ne? Genau, und wenn du jetzt den Key nimmst, dann ist der so gesperrt. Da siehst du oben so ein Schloss. Ah, okay. Dann kann er So. nur das Zeug rein. Und jetzt kommt nämlich das richtig Gute. Wenn du jetzt zum Beispiel, geh mal hier irgendwo hin, an die Kiste hier vorne und nimm dir mal zum Beispiel das ganze Eisen raus. Okay, muss ich erstmal Eisen suchen hier. Wenn wir da noch was drin haben. Nee. Iron Nugget, okay, das kann mit. Dann nehme ich hinten das noch raus. Pass auf, Da haben pass wir auf. nämlich ganz viel. Na, pass auf, dann nehme ich jetzt zum Beispiel auch mal Kupfer und mache das daneben mit Kupfer. Nimm dir mal Kupfer auch mit. Auch mit. Kupfer und Eisen, ja. Habe jede Menge Kupfer und Eisen jetzt dabei. Okay, cool. Meistens in Blöcken, ne? So, dann kommen wir her. Und jetzt geh mal nicht an die einzelnen Kisten, sondern geh hier vorne an den Drawer-Controller und mach einfach entweder mal einen Doppel-Rechtsklick oder einen Doppel-Linksklick. Und dann Weg. müssten deine Taschen jetzt weg sein. Oh! Alles leer. Verrückt. Ja. Das ist alles rausgenommen. Tatsache, guck mal hier, Block of Iron und so. Und wie bekomme ich das wieder raus? Sag ich einfach hin. Nee. Oh, einmal draufklicken, nice. Genau. Cool. Gefällt mir. Mega nice. Und das macht er halt dementsprechend mit allem, was halt da schon irgendwie konfiguriert ist. Okay.
So, das heißt, jetzt, ist ja schon so. Mal nicht verkehrt. Genau, und jetzt haben wir nämlich hier, da hole ich jetzt einfach mal so ein paar Barren hier raus. Also Gold brauchen wir zum Beispiel noch. Und Silber. Und Blei zum Beispiel. Gold und Silber. Und die Silber. Blei. Silber. Wo bist du denn? Hm? Wo bist du denn? Na hier. Jetzt kannst du mal, hast du einen einzelnen Bleibarren dabei zufällig? Nee, nur einen Block. Nur einen Block, okay, pass auf. Dann mache ich hier mal Gold. Oder Gold kann ja auch hier unten rein, das ist ja Schiedigol. Dann sperren wir das mal ab. So. Und jetzt kannst du mal zum Beispiel, oder ja, mach mal mit Gold hier irgendwie, ja, jetzt müsste das Gold einsortiert haben. Wenn du Mouse over machst, dann sagt er dir auch, wie viel er davon drin hat. Ja, ich sehe es. Genau, und jetzt kannst du nochmal das mit Blei machen, bei irgendeinem von den Drawern. Genau. Ja, ich hab noch anderes Zeug. Silber, hab ich auch noch. Ja, kannst du auch machen. Ja, ja. Cool. So, und dann können wir jetzt mal den ganzen Kram holen, hier drüben aus der Kiste. Gut, dann haben wir das schön sortiert, aber, Aber? Dann müssen wir halt an 50 Regale gehen, anstatt an eine Kiste. Oh, da ist ein Zombie. Wow. Naja, aber ja, dann hast du halt wenigstens gleich den ganzen Kram richtig drin. Also, wo kommst du denn her, Freund? Und wir würden damit halt schon ein bisschen Lagerkapazität auch einsparen können. Beziehungsweise so verschiedene Sachen, verstehst du? Nee. Ich glaube, es hat gerade geklingelt bei mir, aber ist mir jetzt auch egal. Geh ran! Nein, will ich nicht. Der ISDE Adventskalender. Hast du denn nichts mittlerweile bekommen? Nee. Immer noch nicht. Ich müsste mal wieder in die Versandbestätigung gucken. Also ich habe eine Versandbestätigung bekommen. Okay. Und den kommt natürlich mit dem Herpes-Versand. Mm. Super Eis.de. Die sind ja bekannt dafür, dass sie pünktlich liefern, die Hurensöhne. Fast so schlimm wie DPD. Könnte ich mich gleich wieder aufregen. Schon wieder am Ranten hier, der Kerl. So, was haben wir hier? Das ist jetzt Invar. Zack, dann haben wir hier Alu und dann haben wir hier Zinn. So, Abi schließt. So, ich bin irgendwie deutlich zu voll, mein ganzer Kram hier. Du bist immer voll. Ich bin das kann ich dir sagen. Wenn einer voll ist, dann du. Dann ich. Richtig hammerhart. Wie sieht es mit unserem Dirt aus? Brauchen wir eh nicht auch, wir haben genug. Eigentlich dürfen wir mittlerweile schon genug haben. Also die Produktion ist leer. Okay. Aber, wir brauchen natürlich nicht mehr viel. Also das mit den Tomaten funktioniert, Potatoes funktioniert doch gut. Okay. Wenn man halt die Potatoes direkt reinmacht. Mhm. Wenn noch jemand kommt wie ich und ab und zu mal hier ein bisschen Bonemehl drüber kippt. Ja, machen wir hier nochmal einen Shiny, ist ja auch egal. Was ist das? Bronze. Oh ja, mei. Bronze. Und Elektrum. Naja, können wir auch mal hier reinpacken. Wow, upsi. Dann haben wir noch Nickelback. Oh, Nickelbacks sind so kacke. Nein, ich wollte Cheerleafs anmachen. Aluminium Brass ist jetzt auch egal. So, Wither Iron, das gibt's ja bestimmt nicht in so riesen rauen Stückzahlen. Das kann ruhig hier drin bleiben. Verrückt. So, und jetzt haben wir nämlich hier. Jetzt bin ich mal einfach ganz crazy. Ich doof, ich hab stark Sheer Leaves einfach mit Mushrooms eingestellt. Meinte ich dumm. Und nun? Ja, nix. Achso. Aber keine Leaves bekommen, ganz einfach. Verstehe. Dafür aber viele Saplings, ups. Mhm. So, ich baue uns jetzt hier einfach mal den hier hinten hin. So. Schawupp. Oh, da muss hier ja. Oh, gefährlich. Gefährliche Aktion. Brauche ich noch ein bisschen Kobel. Kobel? Ja. Le Kobel.
So, ich habe ein bisschen in der Dirt-Produktion wieder reingehauen. Sehr schön. War wahrscheinlich unnötig, aber hat gerade Bock drauf. Aber praktisch. Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen hier produktiv gemacht, da kann ich auch ein bisschen rumgammeln. So. Du könntest zum Beispiel, wenn du Bock hast, nochmal ein paar vielleicht so 4x4 Drawer noch bauen. Wie die denn? Normale Drawer. Was? Normale Drawer. Ja, aber so 4x4 Drawer. Wie gehen die denn? Da musst du gucken, ne? 1x2. Das ist natürlich doof. Ich ziehe gerade so ein bisschen raus. Boah, egal wie die aussehen. Naja, so einheitlich wäre schon geil, oder? 4x4? Ich glaube, die gibt's gar nicht. Doch, die gibt's. Sind nur 2x2 höchstens. Warte mal. Du sicher, dass du 4x4 meinst? Entschuldige, die heißen Compact Oak Drawers. Oder Compact Drawers. Da kannst du dann ja aus Oak oder aus verschiedensten Hölzern machen. Ah nee, halt, Moment. Da musst du mal die... Bam, bam, bam. Ah. Nee, sorry. Bau mal die Oak Drawers 2x2. 2x2 Oak Drawers. Genau, Oak Drawers 2x2. Das ist so ein Würfel, wo dann innen drin so 4 Fächer sind. Die haben oben aber auch noch so ein Filtersymbol aufgraviert. Siehst du das? Ja, die mit Filter willst du haben? Ja, genau. Die mit Sorting, genau. Kosten gut, ne? Will ich nur nochmal sagen. Ja, aber die sind gut. Da wirst du gleich sehen, was da los ist. Das ist richtig gut. Okay, dann brauche ich ganz viele. Wo ist? Hier ist. Ganz viel Oak. Dann werde ich erstmal ein bisschen mit... Ja, ups. Erstmal habe ich Hunger, so. Da sagst du aber, der ist aber auch ganz schön Brand. Hunger. Brand habe ich keinen mehr. Gelöscht seit Donnerstag. Den Brand oder den Durst? Beides. Den Brand. Alles. Alles weg. Ja, Kinder, Finger weg vom Alkohol. Ja. Mehr sage ich nicht. Mehr sagt der Onkel nicht. Aber es ist ein bisschen heuchlerisch, wenn ich das sage, weil ich lasse die Finger nie weg. Auch nicht den kleinen Finger. Nee, keinen. Ich umfasse mein Bierglas immer feste. Einmal auf dem Konzert, da hat mir jemand Bierbecher in die Hand gedrückt und da ich ja schon null Gefühl mehr hatte, aber absolut null, habe ich das Ding in meiner Hand zerdrückt. War kaputt. Du bist so ein kleiner Muskelmann, wa? Nee, absolut nicht. Aber ein Plastikbecher, der hat nicht viel Widerstand. Der hat nicht viel Widerstand. Zombie des Todes. So, pass auf, wie viel soll ich bauen von den Dingern? Ja, kannst du mal ein paar bauen. Ah, gut, dann brauche ich auch ein paar Kisten. Also jetzt ein paar mehr als zwei wären schon ganz geil. Ja, ich weiß. Ich brauche auch mehr als zwei Kisten sowieso. Okay. So, dann machen wir mal den, dann machen wir mal den. 8 Kisten, das reicht gerade mal für 2. Oh Gott. Aber die sind gut, die Dinger, die sind wirklich gut. Na, du mach doch mal hin, das Sheet-Ding da, du. Weg. Gott, hab ich mich jetzt eben erschrocken. Ich dachte, ich springe gerade in meinen Tod, aber war dann doch nicht so. Ach so, na dann. Normal, Standard. Sag mal, nur mal so aus Info. Ja. Weißt du, wo der Berlin Zopp ist? Ja, der zentrale Omnibusbahnhof, der ist direkt am Funkturm. Gut. Alles klar. Ist das weit weg von dir? Ich glaube, 20 Minuten, halbe Stunde oder so. Okay. Dann muss ich mal die Nase putzen gerade. Alter. Boah. Was ist? Hier wackelt alles. Ach so, Good Vibrations da. Vibriert. Alter Schwede. Mhm. Mal gerade Nase putzen. Ja, mach mal. Haben wir noch kein Alu? Ach ja. Wo ist ein Alu? Haben wir kein Alu mehr? Hier ist so, ich bin wieder da. Ja, also willkommen zurück. Ich habe auf die Uhr geschaut. Die haben noch 5 Minuten Pause. Warum arbeiten die weiter? Was ist mit denen nicht in Ordnung? Ja, die sind total bekloppt, ey. Das ist verrückt. Also echt verrückt. Das würde ich niemals machen. Oak Drawers mit Sorting. So, dann brauchen wir erstmal normale. Weißt du, wie das klingt? Wie Handy aktiv. Hörst du das? Das höre ich ja. Du hörst echt gerade, was gerade abgeht bei mir. Ja? Das klingt, wie wenn das Handy auf dem Schreibtisch liegen würde. Ja,
tut mir leid. Dann tut es mir auch leid für die Leute, für die Folge. Aber die gehen halt übelst ab gerade an der Baustelle hier. Was machen denn die da? Machen die Straßen neu. Oh, ihr rappelt's. Okay, krass. Beziehungsweise haben sie auch Tiefbau gemacht. Ich weiß nicht, was sie da alles geklebert haben. Ey. Mhm. Na, eigentlich brauchen wir ja kein Shiny, oder? Hier Elektrum und so, den ganzen Kack, den brauchen wir eigentlich ja nicht. Okay, ich habe ein paar mehr gemacht als... Hallo? Zwei. Hehe. Hoch. Ja. Also wir haben jetzt 56 von den Drawern. Okay, 56. Ja, oh, ich muss, okay. Ich muss hier aber noch Sorting machen. Und da kommt das Ding, denn wir brauchen Goldnuggets. Ja. Dann nehme ich mir einfach mal einen Block of Gold raus. Oder zwei. Und guck mal, wie ich da... Wie damit. Kannst du hier... Junge, wie geht denn das? Komm, das Pustrohr werfe ich mal weg. Was soll der Scheiß? Okay. Nee, weg damit. So, machen wir mal Alu. Alter, vibriert alles. Good vibrations. Oh, Drawers, tun wir zwei mit Sorting. Alter, was liegt denn hier immer für ein Kram rum? Du lässt seinen Mist... Ich kann 36 mit Sorting machen. Der lässt seinen Mist überall liegen, der Typ. Hier sieht's aus wie bei Hempels. Mach noch mehr. Fängt so an zu regnen. Oh, toll, Alter. Hast du gut gemacht. Super, Junge, echt. Halt, hier wollte ich rein. So. Flupp. Mist. Könnte ich noch wegwerfen. Normale Oak-Drawer, nee. Pisten, nee. Weißt du was? Sie standen an den Hängen und pisten. Ich geh mal zum Donald. Ja. Mach mal. Alter. Ich will das nicht. So. Wir, übrigens hier der ganze Kram aus der Kiste hier geht direkt rüber ins Lagersystem jetzt. Echt? Hm. Nice. Hast du gut gemacht. Ich weiß. 20. Gut. So, du wolltest sie, du bekommst sie. Geil. 56, 4, also 2x2 Draw mit Sporting. Cool. Gib sie dir. Achtung. Auf. Nice. Hab ich mich ein bisschen selbst übertroffen. Du bist ein bisschen krank, echt. Aber geil. Ja. Du wolltest die haben. Ja. Das ist unser Lagerding, unsere ja. Lagerwand. Ja. Bau nicht zu hoch, sonst kommen wir nicht mehr dran. Doch, okay, da kommst du ran. Drei geht, ja. Drei geht schon. So, da ist ja im Endeffekt, jetzt haben wir Folgendes. Ja. Also, du in diese Dinger passt nur auch natürlich beschränkter Platz rein, ist ja, oder haben nur beschränkte Kapazität, ist ja klar. Ja, klar. Jetzt kann man aber dementsprechend solche Upgrades noch dazu bauen. Und zwar ist hier besonders interessant, dass Storage Upgrade 6, das ist, wenn du mal guckst nach Drawn, da hast du unten auf der ersten Seite in der fünften Reihe von unten hast du diese Storage Upgrades. Und da können wir zum Beispiel das Ding bauen mit diesem grünen Pfeil nach oben. Das ist nämlich recht einfach. Mit Emerald. Da haben wir einen ganzen Haufen von. Und das Ding macht 13 mal den Ursprungswert. Das heißt, ich sehe es. Ne, das heißt, 13 mal, das wären dann 40. Wie viel sind es dann? 52 Stacks. Könntest du dann da reinballern. Und das Geile ist, du kannst diese Dinger auch... huch, wo ist er denn? Du kannst hier. Diese Dinger... Nee, ich habe jetzt gerade da meine Dings reingelegt, meine Hacke. So. Scheiße. Und du ja. kannst... Wo ist denn die? Warte mal, hier ist was. Ich bin vor 6100, hier oben. In dem Ohr oben linken. Wie kriegen die jetzt nicht raus? Jetzt. Und du kannst dann diese Dinger auch stacken. Also du kannst dann da, hast so ein Interface noch dran von diesem Teil und kannst dann da eben mehrere Sachen, mehrere Upgrades noch hinzupacken. Also das ist ziemlich geil. Okay. Und sehe ich dann auch auf den Bildern eigentlich, was drin ist oder habe ich halt Pech? Ja, du siehst generell vorne dann, wenn ich jetzt hier zum Beispiel hier gucke, wenn ich da Woodplanks reinlege, würdest du hier Woodplanks sehen. Ah, oh, cool. Warte mal, hier hast du auch Woodplanks. Upp. 203 Woodplanks. Nice. Genau. So, und wenn du jetzt hier, wie war denn das? Ah ja, wenn du Shift-Rechtsklick auf das Ding machst. Komm ich ein Stack? Nein, Shift-Rechtsklick. Okay, ich mach wieder eins rein. Hast du Shift-Rechts?
Ah, jetzt habe ich einen Bildschirm. Genau, so, und da siehst du unten diese Upgrades-Leiste. Das heißt, du kannst halt bis zu 5 Upgrades da reinknallen und dann, ja. Ja, ist für stramm. Mhm. Gut, aber haben wir so viel Emerald? Ich glaube nicht, dass wir so viel haben, um so viele Dinger zu machen. Ja, ich sehe einen. Wir haben 17 Emerald-Blöcke. Blöcke? Ja. Halt die Fresse. Nein, ist so, wirklich, ja. Och, du Kacke, ist nicht dein Ernst. Doch, haben wir. Und das Geile ist halt, man kann damit zum Beispiel auch diesen ganzen Mist, der hier hinten drin ist, Flint Mauli, und so ein Scheiß. Also Flint einlagern. Und das Geile ist halt, du machst halt unten bloß einen Doppelklick wieder auf deinen, auf diesen Drawer-Controller und der sortiert alles automatisch ein, was halt schon irgendwie... auch in die Drawer? Ja, ja. Echt? Ja. Guck mal, ich hab noch Gold. Pass mal auf, ich will noch ein bisschen... Auch doch, cool. Mein Gold ist weg, okay. Ja. Wenn jetzt hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier oben, guck mal, oben rechts, ganz oben, da ist ja jetzt Flintstone drin und Gunpowder. Okay. Und wenn du jetzt da halt irgendwas von dir im Inventar hättest und du machst einen Doppelklick drauf, doppelt rechts, dann wäre das alles weg. Oder doppelt links, irgendwie so. Dann okay. Sortiert dir das automatisch ein. Mega, ohne Scheiß, einfach nur geil. Ja. Ich hab hier oben Oakwood gemacht, bei den Oakwood Planks habe ich jetzt Oakwood so reingemacht. Ah, er sortiert, jetzt geht's aber nicht mehr, weil er nämlich jetzt schon voll ist. 256 ist das Maximum, was er in so einem kleinen Fach halten kann. Ja, dann müssen wir upgraden hier. Richtig. Warte mal, wie ging das Upgrade wieder? Jetzt irgendwelche Sticks? Ja, irgendwelche Sticks. Irgendwelche Sticks kannst du nehmen, ja. Template. Dann braucht man irgendwelche Drawer. Wollen wir mal kurz pennen gehen wegen des Regens? Ja, klar. Okay. Ah, warte mal, hier liegen übrigens noch 8 so eine... Guck mal, in der Kiste, in der blauen, da die haben wir mal Questbelohnung. Da liegen 8 Upgrade-Templates schon mal drin. Oh, nice. Hol ich mit. Abgenommen direkt. So, gute Nacht. Ja. So, trinke ich mal einen Schluck. Gute Idee. Kaffee. Yum, yum, yum.